Lassen Sie uns nun gemeinsam anschauen, wie Sie sich selbst Textbausteine anlegen können. Alle Textbausteine, die Sie einfach fürs Arbeiten mit Xing brauchen. Sie sehen, ich bin bereits eingeloggt. Dann klicken wir hier auf den Reiter Textbausteine anlegen. Und genau, wir haben hier zwei Gruppen oder zumindest einmal die Kategorien, das in Form von Reitern sein wird, und dann die Textbausteine selbst. Legen wir zum Beispiel einmal den wichtigsten an, das werden die Anfragen sein, die Kontaktanfragen. Ich nenne das mal Ankontakten. So, jetzt gehen wir hier auf Reiter anlegen und schon ist dieser Reiter Ankontakten angelegt. Jetzt können wir darunter eben schon die ersten Textbausteine anlegen, zum Beispiel eben, dass Sie eine Anfrage einrichten für, weil Sie Leute aus Gruppen anschreiben, nicht? Dann gehen wir hier und in das Feld Textbausteine, eben die Anfrage an die Gruppe XY. So, Sie gehen auf Textbaustein anlegen und schon ist auch diese Gruppe XY angelegt. Jetzt können wir gleich hier, wenn Sie möchten, auch hier einen Anfragetext schreiben. Wie machen wir das hier? Wir beginnen mit einer Anrede, dazu holen wir uns Platzhalter her. Je nachdem, wie Sie anreden wollen, ob mit sehr geehrter Herr oder Hallo Herr. Ich nehme mal hier sehr geehrter Herr, setze den Cursor 1 daneben und hole mir jetzt noch den Nachnamen. Wir setzen danach unmittelbar ein Komma. Und jetzt schreiben wir eben im Text oben zum Beispiel, ich im Profil lese, sind Sie auch in der Gruppe, eben dann die Gruppenname, ich habe hier Gruppe XY und sich für, ja, auch wiederum XY, und dann schreiben Sie eben Ihren Text hier weiter. Und dann wird im Kommen aha, und ich würde mich freuen, wenn Sie mich dann zu Ihrem Kontakt hinzufügen. Und da unten kommen dann noch viele Grüße oder beste Grüße, wie Sie das eben schreiben möchten. Ich schreibe hier beste Grüße. Ja, und jetzt vielleicht eine erste Besonderheit, darum geht es ja auch hier. XButler ermöglicht Ihnen, das Kontakten auch wirklich auf ein sehr hohes Niveau zu heben. Sie können nebst den besten Grüßen auch sagen, beste Grüße nach und dem Wohnort desjenigen, den Sie ankontakten. Und das machen wir auch wieder mittels Platzhalter. Da gibt es den Platzhalter nach Ort, den haben wir jetzt eingefügt. Und Leerzeichen ist da. Und jetzt unten noch eben noch Ihr Name. Ich schreibe jetzt hier meinen Namen her. Ja, genau. Beste Grüße eben nach Beispiel München, nach Wien, nach Hamburg oder egal wo immer hin. Und dann Ihr Name. So, und jetzt gehen wir auf den Textbaustein speichern. Und schon ist dieser Textbaustein gespeichert. So, wir möchten beispielsweise einen weiteren Textbaustein unter der Kategorie Ankontakten speichern. Zum Beispiel, Sie schreiben alle Geschäftsführer einer bestimmten Branche im an. Dann legen wir einen neuen Textbaustein her und schreiben eben GF, Geschäftsführer. Aha, das schreibt sich gleich aus einmal. Geschäftsführer muss ich jetzt mehr, habe ich eine Phrase laufen, genau. XY eben, ja, da ist eben suchen, und ich gehe auf Textbaustein anlegen. So, wenn ich jetzt auf Ankontakten gehe, sehen Sie, dass schon zwei Textbausteine drunter sind. Sie können das nach Belieben ergänzen. Ein Ankontakten ist vielleicht auch eines, Sie kennen den Bereich, wo Xing Ihnen vorschlägt, Mitglieder, die Sie kennen könnten. Auch hier wird einen Text sich empfehlen, den nennen wir kennen könnte. Und gehen auf Textbaustein anlegen. Sehen Sie, und schon haben wir hier unter der Kategorie Ankontakten drei Textbausteine angelegt. Und Sie können hier jede Menge anlegen. Auch hier am Ende ist noch nicht die Grenze, sondern dann beginnt hier einfach ein Scrollbalken aufzumachen. Vielleicht aber dennoch ein Tipp, dass Sie möglichst die Textbausteine eher in Abkürzungen schreiben, dann haben Sie es übersichtlich da. So. Und jetzt legen wir noch weitere Gruppen an, eine weitere Kategorie, eine weitere, eben seien die Antworten. Dann geben wir hier oben, schreiben wir drüber, nämlich die Antworten auf die Kontaktbestätigungen, egal wie Sie es nennen wollen, ich nenne es einmal Antworten. Ich gehe dann auf Reiter anlegen und schon ist der Reiter angelegt.
beantworten, legen wir jetzt auch Textbausteine an, zumindest einen, nämlich ein. Ich habe hier zwei, und zwar ich mache einen, und zwar in einen mit Nachrichten. Sie wissen ja, wenn Kontakte Sie bestätigen, gibt es Leute, die bestätigen Sie mit einer Nachricht und ohne eine Nachricht, und da habe ich für beide einen etwas anderen Text, ein bisschen leicht abgeändert. Und Sie können aber auch den gleichen Text schreiben, das müssen Sie. Ich zeige Ihnen hier noch, wie Sie das anlegen können. Und wir gehen auf Textbaustein anlegen. Und schon ist der eben angelegt. Dann den weiteren, den nächsten, dann eben ohne Nachrichten. Wir schreiben hier gleich drüber. Ohne Nachrichten und legen auch diesen an. Und schon sind diese, und dann können Sie eben diese Textbausteine eben noch mit Inhalten eben füllen. Sie klicken hier dann drauf, immer wieder auf das weiße Feld. So, zuerst auf die Gruppe, dann auf den Textbaustein und dann in das weiße Feld. Und wenn es so aussieht, können Sie beginnen mit rum, mit Platzhalter nicht. Das, ich zeige es mir kurz mal vor, eben sehr geehrter Herr. Oder nehmen wir an, Sie schreiben hier mal Hallo her, dann geht das eben auch. Und dann den Hallo Herr Nachname. Und dann schreiben Sie eben Ihren Text hier weiter eben nicht. Genau. So, vielleicht dann noch eine Gruppe. Eine wichtige Gruppe wird auch sein, eben, dass Sie, ja, mit Xipartler geht es viel leichter. Sie können jeden sehr höflich und sehr schön zum Geburtstag gratulieren. Legen wir eine neue Kategorie daneben. Schreiben wir hier Geburtstage. Ich kürze das ab mit Gap. Sie können es auch gerne ausschreiben, um hier Platz zu sparen. Gehe auf Reiter anlegen. Schon ist der Reiter angelegt. Und hier wollen wir es auch darunter eben schon einen Textbaustein anlegen. Ich habe hier mehrere Varianten, aber mindestens werden Sie vielleicht eine Sie- und eine Du-Variante haben. Ich nehme mal die Sie-Variante her. Gehe auf Textbaustein anlegen. Genau, und dann gehen wir auch hier auf Geburtstage her. Und genau, weil hier ist nicht wichtig, hier kommt, sehen Sie, ist die Betreffzeile her. Denn wenn Sie jemanden zu Geburtstag schreiben, haben Sie nebst dem Bodytext auch eine Betreffzeile. Darum hier kurz einmal auf Geburtstage links klicken, dann macht er automatisch in dem Bereich auf. So, und Sie, ich habe hier einen Text gleich vorbereitet einmal, um nicht zu viel schreiben zu müssen. Den Text schreiben wir hier, genau. Und jetzt springe ich hier herauf und mache hier oben dann die Anrede. Platzhalte, schreibe, lieber Herr. Und Nachname. Genau, und jetzt wird eine weitere Besonderheit, um das Schreiben auch sehr persönlich zu machen, zu Ihrem heutigen. Und jetzt können wir schreiben den wievielten. Ja? Auch hier ist ein Platzhalter, und zwar das Alter fügen wir ein. Und so steht dann hier, wenn der Beispiel heute 34 ist, heißt es im Text dann zu Ihrem heutigen 34. Geburtstag. Übrigens, wenn so wie manche kein Alter angeben, ist es so gemacht, einfach dann steht hier kein Leerzeichen, aber eben kein Alter. Also das macht das Schreiben persönlicher. Und ja, und vielleicht noch in die Betreffzeile, die können Sie auch noch wählen. Ich habe das schon vorgetextet, genau. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und wenn Ihnen das jetzt so passt, dann gehen wir her und sagen Textbaustein anlegen. Nicht? Und jetzt können wir, Sie könnten auch schreiben mit besten Wünschen wiederum nach, wenn Sie das persönlich machen wollen, dann haben Sie nebst dem Alter auch nochmal den Ort. Und ich würde auch empfehlen, dass Sie mehr als eine Zeile schreiben, denn dann wird auch das Schreiben wiederum viel persönlicher. Ja. Sehen Sie, so einfach geht eben das Anlegen von Textbausteinen. Sie können gerne jede Menge Kategorien setzen, jede Menge Texte setzen. Texte, die Sie auch immer wieder gerne verändern können, weil das wird so sein in der Praxis, wenn man schreibt, dann hat man Ideen. Und ja, ich lege persönlich großen Wert auf gute Formulierungen, und sie kommen auch an, wenn sie sich hier Mühe geben. Sie werden einfach mehr geschätzt, und damit können sie wirklich Leuten zeigen, wer sie sind. Soweit zum Anlegen von Textbausteinen und Kategorien in Xipartler.